Wenn Professor Robert Arlinghaus mal gerade keine Vorlesung hält, dann nimmt er seine Angeln und fährt raus ins Grüne. Als Fischereiprofessor kümmert er sich beruflich um die nachhaltige Bewirtschaftung von Gewässern. Privat geht der Familienvater für sein Leben gerne angeln. Das puristische Angeln überhaupt, nur ein Angelhaken und ein bisschen Brot dran und dann treiben lassen. Wenn er ein bisschen Zeit hat, dann fährt er an die Spree. Südlich von Berlin schlängelt sich der Fluss idyllisch durch die Landschaft. Ein kleines Abenteuer nur ein paar Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Vor allem, wenn man hier reinfällt, dann wird es abenteuerlich. Brandenburg ist mit seinen Tausenden von Seen und etlichen Flüssen ein echtes Anglerparadies. Diese Stelle ist ganz gut, weil sie einerseits den regulären Fluss hat und dann hier so eine kleine Einbuchtung ist, wo so eine Kehrströmung ist, wie man sieht. Das ist immer ganz interessant für Fische, weil sich da Nahrung ansammelt, vorbeitreibende Fliegen. In Brandenburg erfreut sich das Angeln wachsender Beliebtheit. Schlecht für die Natur sei das aber nicht. Die Angler sind sozusagen die Deutschlands wichtigste Gewässerpfleger. Sie setzen Fische aus, sie reinigen die Ufer, sie setzen sich ein für die Wiederherstellung von Ökosystemen. Robert Arlinghaus hat Glück. Ein Biss. Da ist er. Ein schöner Döbel. Das ist eine Flussfischart, die sie auf Kies leicht immer in Flüssen vorkommt. Dass die Brandenburger Fischbestände leer gefischt werden, das könne nicht passieren. Solange man nicht mehr entnimmt, als natürlicherweise wieder zuwächst, ist eigentlich kein Bestandszusammenbruch zu erwarten. Ein Tag ohne seine Fische kann sich Robert Arlinghaus kaum vorstellen. Der Professor für Fischereimanagement hat sein Hobby zum Beruf gemacht.